Dzień dobry, witaj na kolejnej lekcji języka niemieckiego firmy Metker24. Na poprzedniej lekcji nauczyłeś się zwrotów i słówek związanych z zimową pogodą. Dzisiaj zajmiemy się nowym tematem. Na lekcji 19 poznasz słownictwo związane z pogorszeniem się stanu zdrowia podopiecznego. Wie fühlen Sie sich, Herr Einig? Nicht gut. Haben Sie Schmerzen? Was tut Ihnen weh? Ich habe starke Kopfschmerzen und mir ist schwindelig und ich bin so schwach. Ich öffne die Fenster. Bitte atmen Sie tief ein. Hier, trinken Sie bitte ein bisschen Wasser. Danke. Vielleicht sollte ich die Ärztin anrufen. Ja, Bojena, rufe sie bitte an. Guten Tag, Arztpraxis Hauptmann. Was kann ich für Sie tun? Ich bin die Betreuerin von Herrn Einig. Herr Einig fühlt sich nicht gut. Könnte Frau Dr. Hauptmann so schnell wie möglich kommen? Ich werde mich gleich mit Frau Dr. Hauptmann in Kontakt setzen. Können Sie mir sagen, welche Beschwerden Herr Einig hat? Er hat starke Kopfschmerzen und ihm ist schwindelig. Oh, das hört sich nicht gut an. Frau Doktor kommt so schnell wie möglich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Einig, Frau Dr. Hauptmann kommt so schnell wie möglich. Danke, Bojena. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gib mir bitte noch ein bisschen Wasser. Ja, natürlich, bitte. Danke. Guten Tag, Frau Dr. Hauptmann. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Guten Tag, Bojena. Befindet sich Herr Einig in seinem Schlafzimmer? Ja, bitte kommen Sie rein. Danke. Guten Tag, Herr Einig. Guten Tag, Frau Doktor. Sie sehen gar nicht gut aus. Die Medikamente wirken nicht. Ich muss Sie diesmal ins Krankenhaus mitnehmen, um alle Untersuchungen zu machen. Frau Bojena, bereiten Sie bitte eine Tasche mit paar Sachen für den Krankenhausaufenthalt von Herrn Einig vor. Ja, selbstverständlich. Ich rufe den Krankenwagen. Dziękujemy za wysłuchanie naszej lekcji oraz wykonanie ćwiczeń. Na następnej lekcji numer 20 poznasz słownictwo związane z odwiedzinami u podopiecznego w szpitalu. Zapraszamy serdecznie do nauki języka niemieckiego razem z firmą Metker24.